Hallo und recht herzlich willkommen, Leute. So, wir sind mal wieder bei Clash of Clans und heute wird mal ein bisschen mein Clan wieder gefeatured. Und hier sehen wir einen Angriff von Galion, scheinbar Barbaren-Bogenschützen, und er lootet, was das Zeug hält scheinbar. Okay, was soll man noch anders tun bei dem Gegner? Den muss man einfach plündern. Ich meine, man hat keine andere Wahl. Man muss hingehen und ihm einfach alles klauen, was er hat. All sein Loot, weil guckt euch mal an, wie... Boah, das ist das Kabel vom Mikrofon. Nein, ich will runterzoomen. Los, zoom. Wie voll der Scheiß einfach ist. Zieh ich mal das Lager hier rein. Das ist voll bis oben hin. Das ist krass. Das ist richtig krass. So ein Loot bräuchte ich auch, so ein Raid bräuchte ich auch mal wieder, aber irgendwie in letzter Zeit finde ich nicht so geile Sachen. Das ist ein bisschen doof. Aber läuft echt. Er hat sogar einen Stern bekommen. Geile Sache, okay. Ja, kommt auch nicht immer vor, ne? Ja, da macht alles platt. Ich weiß nicht, was ich dazu mehr sagen soll. Das ist halt looten halt. Mal gucken. Ich spule noch ein bisschen schneller vor, weil es mir jetzt ein bisschen zu langsam geht und gerade der Kampf ein bisschen, ja, boring ist. Schade, er hat Zaratos leider nicht mehr kalt gekriegt. Ich habe gerade für einen Moment gedacht, der schafft es noch. Okay. Björn hat nur einen Angriff für uns. Das ist sehr schön. Scheiß Husten. Manometer. Okay, haben wir noch irgendeinen? Beschwert sich da irgendjemand? Nö, okay. Gut, dann schauen wir uns den Angriff mal an. Der müsste ja auch schön sein. Oh, noch richtig gut Loot. Ja, okay, ist wieder nur ein Loot-Angriff, Mann. Leute, ich will hier Action sehen, weißt du? Looten ist zwar immer wieder schön, aber eigentlich dachte ich mehr so an so richtig bombastische Angriffe. Ich lasse mal nebenbei laufen. Und sag mal... Richtige Angriffe mit krassen Truppen, bitte. So. Und, ja, ich wollte euch nur kurz eine Base zeigen von Xatom oder Xaton. Weiß ich jetzt gerade nicht. Entschuldigung. Von Xatom. Okay. So, Xatom, deine Base. Er hat nämlich mich vorhin gefragt. Nein, hat sie geändert. Ah, das war von seinem anderen Profil, oder? War das überhaupt Xatom? Ein kleiner Mitglied hat nämlich ein... Hier, finde ich cool. Nee, das meine ich nicht. Hier unten wollte irgendjemand von mir, dass ich... Wer wollte das? Doktor, bitte schau dir mal meine Base an. Ja, mache ich doch gerade. Achso, du hast sie geändert. Jetzt wieder auf dein altes. Okay. Ja, dann zeige ich jetzt halt die. Tut mir leid, Xatom, aber jetzt muss ich dir das zeigen, ne? Ja, ich weiß nicht. Die Base sieht auf den ersten Blick schon mal ziemlich gut aus, muss ich sagen. Die Magiertürme sind ganz gut verteilt. Was ich immer ein bisschen als Risiko sehe, ist, wenn man die in erster Reihe stehen hat, wie hier, weil die Gegner kommen dann und zersplittern den gleich. Ich hätte ihn vielleicht hier, wo der King es hingetan, aber da wäre halt der King weiter draußen gewesen und da muss man sich halt entscheiden, was einem wichtiger ist, dass der King ein bisschen versteckter ist oder ob der Magierturm ein bisschen versteckter ist. Die Luftabwehr ist auch, ja, verdeckt so fast die, also deckt fast die ganze Base ab, ist eigentlich auch super so. Die Mörser, ja, gibt überhaupt nichts dran zu meckern. Schwarz Elixier ist schön weit in der Mitte, das ist sehr gut. Der Loot ist ziemlich gut verteilt. Ist ziemlich weit außen, aber ist ja in Ordnung so. Die Clanburg, relativ mittig, mittiger geht's halt nicht, weil das dunkle Elixier da halt ist. Und die Kanonen, super verteilt, die Fallen, super gesetzt, ist einfach so. Ganz viele kleine Schachteln hat die Base. Hier hinten hat sogar einen Falleneingang, das ist cool. Und, ja, die ganzen Gebäude rundherum, gibt's nichts dran zu meckern, ne? Okay, haben wir hier oben noch irgendwo einen coolen Angriff? Nein. Okay, von wem könnten wir nochmal die Base zeigen? Ich weiß nicht, ich kenne die Base jetzt nicht, tut mir leid, aber ich mach's einfach mal wieder. Das mache ich ab und zu ganz gerne. Einfach mir die Bases angucken von anderen Leuten und dann ganz spontan irgendwas zu erzählen. Okay, wir sind jetzt bei Björn. Okay, er hat die Mauern hier noch nicht sehr hoch, aber ich glaube, da ist er gerade auch dabei, weil seinen anderen hat er ja schon höher abgegradet. Aber die Mörser liegen super, die... X-Bogen, mit denen habe ich noch nicht sehr viel Erfahrung, aber ich würde eigentlich sagen, dass sie auch ziemlich gut liegen. Liegen schön weit in der Mitte. Haben dadurch sehr viel Reichweite und in der Base ist sehr viel offener Platz. Und da weiß der Gegner nie, wo die Fallen genau sind.
Die Sprungfallen sind auch ziemlich gut gelegt. Hier sowieso Falleneingänge, das ist cool. Der Loot ist so weit verteilt, wie es nur ging. Schwarzelixier schön in der Mitte, was immer gut ist. Clanbuchs auch schön in der Mitte, das ist auch sehr schön. Dass hier keine doppelte Wand drin ist, ist schade, aber das ging scheinbar nicht anders. Und ja, sieht im Großen und Ganzen ganz gut aus. Vor allem mit den Magiertürmen, wie die gesetzt sind. Ah, jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehe ich was Kritisches. Wie wenig abgegradet die ganzen einzelnen Gebäude sind. Das ist schon ein bisschen kritisch. Da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Aber das kommt bestimmt auch noch. Weil vor allem die Magiertürme. Ich finde, die Magiertürme sind die wichtigsten. Also für mich die wichtigste Verteidigung. Und ich versuche die immer auf Max zu halten, wenn es geht. Und halt so schnell abzugraden, wie es nur geht. Und ja. Aber ja, keine Ahnung. Er hat vielleicht seine Gründe. Und ja, YouTube, was ist damit? Okay. Das nimmt Killy gerade auf. Also COC. Was? Bin Bision Otto. Okay. Ja. Warum ist Xatom jetzt rausgegangen? Ach so, da. Vorstellen. Okay. Mir egal. Der kommt wieder, hoffentlich. Wenn nicht, bin ich traurig und weine. ich würde ganz gerne die Base von Gallien, die haben wir ja gerade schon. Von wem hatten wir die Base noch nicht? Von Björk hatten wir auch schon. Nehmen wir mal Matt 0802. Ich dachte, er heißt Matteo. Okay, Rathaus 8, sehr schön. Farming Base, eindeutig. Loot stark in der Mitte. Also der will auf keinen Fall auch nur ein bisschen von seinem Loot rausrücken. Also, das ist Geschmackssache, aber das sehe ich als riesen Kritikpunkt gerade, wie die Fallen gelegt sind. Drei Riesenbomben direkt nebeneinander. Eine Sprungfalle an einer so unnützen Stelle. Das ist heavy. Oder hier die ganzen Fallen einfach hier reingekloppt. Das finde ich sehr kritisch. Weil man kann die Fallen so viel besser verwenden. Okay, wenn es jetzt nicht anders passt, weil du die Base unbedingt so haben willst. Die Base an sich sieht ziemlich gut aus. Mörser super verteilt. Hier Luftabwehr gut verteilt. Kanonen und Bogenschützen sind gut abgewechselt, alles super. Aber die Fallen, das würde ich, sehe ich echt kritisch. Vor allem, weil dann hier noch so fette Geschütz lastig bist an den Seiten, sage ich mal. Hast du dazwischen keine einzige Falle. Das heißt, wenn jetzt, keine Ahnung, der greift von hier oben an und die Riesen rennen sofort hier rein. Die merken nichts von deinen Fallen. Gar nichts. Das interessiert ihnen scheiß, dass da Fallen sind. Das ist den echt so egal. Das ist nicht ganz so gut. Okay. Slider, der ist ein höheres Level, als man jetzt vielleicht denkt. Der hat sich runtergepusht, damit er sein Rathaus upgraden kann. Habe ich ihm vorhin auch schon geschrieben. Weiß ja nicht, ob er das hier guckt. Ist mir egal. Riesenkritikpunkt. So niedrig upgradet der ganze Scheiß. Da, guck mal hier, der ist noch Level 2. Der ist Level 2. Der ist Level 1, Alter. Und du gehst schon Rathaus-Level ab. Meine Güte, nein. Tut mir leid, aber das ist so blöd. Ich war zwar mal genauso dumm, aber das ist so bescheuert. Die Clanburg draußen, oh je. Warte mal, wie viel kriegt Slider denn gespendet? Oder wie viel nimmt er denn, sage ich mal? Wenn er jetzt immer viel. Okay, er nimmt sich kaum was. Aber oh je. Okay, die Fallen sind wenigstens relativ gut platziert. Sind ein bisschen heftig hier drüben, aber die Fallen sind gut platziert. Die sind immer zwischen den Geschützen so ungefähr und ja, die Bombe und die hier würde ich woanders hin tun, aber das ist wahrscheinlich einfach, weil du willst ja nicht, wenn ich von hier oben dem angreift, willst du halt, dass er ein bisschen Damage bekommt. Verstehe ich. Und das praktisch dran, wenn Teslas draußen stehen, werden die Gegner halt rausgelockt wieder. Also wenn Riesen irgendwo hier gesetzt werden, damit die hier einbrechen, dann laufen die nach hier drüben, das ist cool. Die Luftabwehr ist hier unten hat er ziemlich verschwendet. Ich weiß nicht, ob ich direkt ansprechen soll oder. Keine Ahnung, ist mir egal. Ich wechsle einfach ab. ja, auf jeden Fall so wenig upgraded, das wird richtig heavy. Ich habe das ja gemacht mit. Als ich Rathaus Level 7 war, bin ich direkt zu Rathaus Level 8 gerusht und es war echt dumm von mir. Es war richtig schlecht. Es war einfach total kacke. Und gucken wir ja von Brownie, wie dem seine Base so aussieht. Einfach just for fun. Wenn wir gerade schon hier sind und ja, Rathaus Level 7. Okay.
Fallen hier drüben ein bisschen zu kompakt, finde ich. Ich würde ihn ein bisschen mehr verteilen. Ist dann einfach nützlicher, weißt du, weil wenn jetzt alle hier sind und sage ich mal, einer greift von hier an, dann merkt er nichts von deinen Fallen, überhaupt nichts, ist dem scheißegal. Der denkt sich, ja, leck mich und geht einfach weg. Du könntest zum Beispiel die Mauern hier nach hier hinten stellen, also rausziehen, das hier wegtun und dann einfach die Mauern hier noch ausfüllen und dann kannst du das ein bisschen nach da verschieben und dann kannst du hier eine ganze Reihe Fallen irgendwie einbringen. Und ja, dasselbe kannst du hier drüben machen. Ja, dann würde ich so machen, dass ich das hier nach hinten ziehe, dann hier Fallen dadurch, also das hier dann eins, also den King eins weiter nach hier mache und dann hier dazwischen Fallen hinsetze. Und dass ich das hier dann so mache und dann nach hier Fallen setze vielleicht. Und vielleicht hier das irgendwie auch nochmal machen, keine Ahnung. Einfach Fallen in die Zwischenräume klatschen, das ist einfach immer gut. Und ja, die Mörser sind gut platziert, gibt's nichts zu meckern. Hier die Dings sind gut platziert. Magiertürme schön. Beim Rathaus ist eine Trophy-Push-Base eindeutig. Ja, hier haben wir die Clanburg. Hier, die beschützt das Rathaus jetzt eigentlich gar nicht, aber wenn du nicht viele Truppen bekommst, dann ist das nun mal so. Dann bringt es auch nicht viel. Und okay, mal gucken. Ist hier noch irgendjemand, der irgendwas, von dem man irgendwie was zeigen könnte? Scheint nicht so. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir gucken uns gerade mal die Kriegsergebnisse an. Wir haben leider wieder verloren. Leider Gottes. Wo ich nicht gläubig bin, sage ich das trotzdem. Ja, nicht religiöse Menschen haben auch ja, das Recht, ja, bei Gottes oder sowas zu sagen. Wäre ja sonst doof, ne? Oh, hier. Matteo, okay, bis Loot ist wahrscheinlich wieder ein Farming-Angriff, oder? Mit der Standardtaktik. Ja, okay, aber komm. Ich habe gesagt, dass ich es zeige, also zeige ich es jetzt auch. Barbaren Bogenschützen läuft immer zum Farmen. Muss man halt nur lang genug suchen, bis man so eine Base findet. Und ich suche in letzter Zeit eigentlich mehr Bases, die innen drin den Loot haben, die ich dann richtig zerroppen kann. Und damit ich auch ein paar Trophäen-Level abgehe. Und da hat er eigentlich schon den ganzen Loot gehabt. Mit so wenig Truppen. Und das lohnt sich immer. Immer. Ja, ah, ich habe auch ein neues Base-Design. Bei meinem Hauptprofil, bei Dr. Fu Manchu. Und das ist richtig cool. Also, ich bin sau zufrieden damit. Das ist richtig cool, das hier. Und es funktioniert echt super. Wie man sieht, meine Base ist schon sehr gut upgradet. Ich bin jetzt gerade dabei, alle meine Wände abzugraden. Und ja, wir haben hier unten so kleine Fallensektionen, wie man sieht. Also, jemand setzt Riesen und dann laufen die direkt hier rein. Weißt du, die denken sich, yo, geil, da ist frei, da laufe ich durch. Und dann wollen die hier rein und dann gibt es erstmal eine kleine Bombe. Dann gibt es eine Sprungfalle, dann gibt es eine große Bombe. Dasselbe hier drüben. Und so ein ähnliches Spiel hier vorne. Die denken, wow, wir können, statt hier den Magierturm anzugreifen, laufen wir einfach hier rein. Und dann werden die erstmal hier Bombe, dann hier Sprungfalle. Die könnte ich eigentlich ein bisschen weiter nach unten ziehen. Und dann hier noch Skelette. Und ja, falls der Mauerbrecher dabei hat, ist es ein bisschen doof, weil dann laufen die einfach hier direkt hier rein. Und dann interessieren die Fallensektionen die nicht wirklich, aber dafür ist meine Base auch ganz gut ausgesetzt. Ausgelegt. Und ja, die Minenwerfer beschützen, also immer die beiden im Doppelpack so, beschützen eigentlich die alle Seiten von, sagen wir so, alles ist abgedeckt von den Scheißmörsern. Die Magiertürme beschützen nur den unteren Teil. Und dafür habe ich hier oben ein bisschen Dings, ein bisschen Kanonen und Bogenschützen. Ja, die verteidigen einfach mehr, sagen wir so. Ist ein bisschen schwerer, einfach so, weißt du so. Hier haben wir noch ein verborgenes Tesla, einfach so, um hier den Loot ein bisschen zu beschützen. Wie man sieht, mein Elixier schwappt bald über und das muss ich natürlich verteidigen. Warte gucken, was gibt's hier? Was wollen die von mir? Xatom kam wieder, bla bla. Ja, okay. Wollen die irgendwas von mir? Ja, der heißt Dr. Fu Manchu. Okay. Wir gucken uns den Krieg an. So ist eine sehr lange Folge heute, ja, ich weiß. Ist halt so. Und jo. Legen wir einfach direkt mal los. Leider haben wir verloren. Gar nicht mal so krass. Ich habe eigentlich gedacht, wir verlieren stärker. Aber ich will gerade gar nicht die Verteidigung zeigen, sondern mehr die Angriffe. Okay, wo habe ich angegriffen? Ich glaube nicht, dass ich so weit oben angegriffen habe. Nö. Gallien hat den Angriff. Den habe ich angegriffen.
Die Nummer 6 habe ich angegriffen. Und den habe ich übelst zerrobbt, wie man sieht. Volle 4 Sterne rausgehauen. Bei der Base, der war ein Rathaus-Level über mir und ich habe ihn weggerotzt wie sonst was. Ich habe erstmal meinen Riesen runtergesetzt, damit der King abgelenkt wird und dann mein Magier, meine Bogenschützen alle runter. Alle, ich habe wirklich alle meine normalen Truppen runtergelassen und dann alle Schweinereiter gesetzt. Weil ich wollte unbedingt, dass der Drache und der King sofort tot sind. Das war mein, ja, Main Goal sozusagen. Und meinen Schweinereiter lasse ich erstmal ein bisschen hier durcharbeiten. Hier waren zum Glück keine großen Bomben, sondern Teslas. Das war der Grund, warum der Gegner hier draufgegangen ist. Wären es große Bomben gewesen, wären meine Schweinereiter im Arsch gewesen. Aber er hatte scheinbar seine großen Bomben irgendwo außerhalb der Base. Eindeutig nicht in der Base, sonst hätten die mich echt zerstört. Weil die größten Feinde von Schweinereitern sind große Bomben. Das ist einfach ein Fakt. Und ich hasse es, dass die Schweinereiter stehen bleiben, wenn irgendwo ein Tesla aus dem Boden rausploppt. Und guck mal, der hat seine, ja, seine Verteidigung so eingestellt, dass die immer nur in diesem kleinen Kästchen funktionieren. Und dann lassen die sich von Schweinereitern total easy zerstören. Wären die jetzt verteilt gewesen, überall auf der Base, wäre es schwerer geworden für meine Schweinereiter, irgendwie was zu reißen. Und ja, wie man sieht, Schweinereiter hüpfen jetzt einfach überall drüber und zerstören einfach alles. Und hier gibt es nicht mehr wirklich viel zu sehen. Hier drüben war eine große Bombe, wie man sieht, die hat fast alle meine Schweinereiter gekillt. Und ja, wie gesagt, große Bomben, größte Feinde von Schweinereitern und next one, please. Mit Kilimera habe ich natürlich, also mit dem Charakter hier, wo ihr gerade seht, Profil meine ich, habe ich leider keine guten Angriffe erzielt. Hier habe ich mit Dr. Fu Manchu leider auch keinen guten Angriff erzielt. Ich weiß nicht warum, irgendwie ist Space Design von dem Typen richtig gut. Es fetzt richtig rein. Der hat mich übelst zerstört. Oh ne, ich habe einfach. Ja, doch, doch hat er. Daran lag's. Weil der hat seine Bomben echt mies platziert gehabt und ich habe, glaube ich, voll die Faxen gemacht irgendwie. Hab da meine ganzen Truppen runtergelassen und dann direkt meine Schweinereiter. Und die sind hier drüben. Die waren auf einmal alle tot. Ich habe keine Ahnung warum. Warte, ich muss gerade nochmal zurückspulen und gucken, warum die Schweinereiter da gestorben sind. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mitgekriegt irgendwie. Ich hab's gemacht. Zack, und die waren alle tot. So, auf einem Schlag. Okay, müssen wir uns nochmal angucken. Replay, so. Gucken wir direkt nochmal. Es war ja direkt hier. Bisschen vorspulen. Zack, und jetzt pausieren wir das Ganze und lassen uns weiterlaufen. Einfach nur mal hier sehen, woran die sterben. Was ist da los? Sind da irgendwie 10 Millionen Fallen oder was? Also, die laufen erstmal hier hin. Mörser schießt auf die. Bam, bam. Von beiden Seiten. Oh, zwei Riesenbomben waren hier drüben. Hier drüben waren Sprungfallen und dann laufen die rüber und. Ach, je. Nein. Und. Ja, es war irgendwie scheiße, weil die wurden direkt von den ganzen Bomben zerhackstückelt. Und oh, hier drüben war noch eine Riesenbombe. Hat einfach unsere Schweinereiter weggehauen. Und ich bin gleich wieder da. Okay, hier sind wir wieder. Sorry für die Unterbrechung. Musste kurz was mit meinem Vater klären. Und ja, weiter geht's. Wir gucken jetzt direkt einfach nochmal, ob ich einen Angriff finde, wo ich mit Kilimera angegriffen habe. Ich habe, glaube ich, nur einen gehabt, wo ich 3 Sterne hatte, aber der wurde schon mal angegriffen. Und bei dem wurden schon 2 Sterne gerissen. Das war der hier. Und der Angriff, den ich danach hatte, der war, glaube ich, nur 1 Stern bei irgendeinem ganz hohen Gegner, aber der wurde dann, glaube ich, auch wieder überboten oder so. Also, hier habe ich erstmal ein paar Truppen natürlich runtergelassen, um die Clanburg rauszuziehen. Dann einen Bogenschütze dahin nach hinten gesetzt, damit der Drache nach hinten kommt. Dann natürlich noch ein paar mehr Truppen gesetzt, damit der Drache endgültig geschnetzelt werden kann. Wir spulen das mal ein bisschen vor hier, du. Wollen ja, dass das ein bisschen schneller geht. Und jo, da wird der Drache auch schon zerhackstückelt von meinen Magiern und Bogenschützen und los lasse ich die Riesen, meine Magier hinterher und gleich kommen die Mauerbrecher. Hier vorne erstmal mein King, mein Drachen, mein Pekka runtergelassen. Jetzt kommen die ersten Mauerbrecher und ja, tun, wofür sie gedacht sind, Mauern zerbrechen. Und dadurch dringen unsere Magier und Riesen ein und mein Pekka und mein Drachen und mein King hatte ich kurz noch geraged, aber der King ist direkt draufgegangen. Pika arbeitet sich nach hinten durch, geht aber glaube ich auch gleich drauf. Und meine Riesen und Magier arbeiten sich hier einfach noch durch. Der Pika ist einfach nur noch so als, ja, als Ablenkung einfach da. Zusätzlich zu den Riesen. Damit einfach nicht alles auf den Magiern und auf dem King liegt direkt, sondern halt auch auf irgendjemand anders, ne? Muss immer, ja, sozusagen Opferlämmer geben. Zack, zack, zack. Die finden irgendwie meinen Channel nicht und. Ja, ich schreibe den gleich mal wieder, wie der heißt, damit die das Video auch gucken können, ne? Das ist wichtig. Und ich glaube, ja, ich gucke noch mal, ob ich den Angriff jetzt noch finde. Wenn nicht, zeige ich euch noch mal kurz ein Reply.
Ist hier irgendwo noch einer? Ich glaube nicht. Nope. Nope. Das ist der, den wir eben geguckt haben. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo noch einer ist. Nee. Gibt keinen mehr. Und dann würde ich sagen, wir gucken nochmal schnell, ganz hurtig hier vorbei, warum zum Teufel ich, ja, 2 Sterne abgekriegt habe, obwohl ich doch so eine coole Kriegsbase habe. So, ja, Level 3er Drachen, die geraged wurden. Das ist alles, was ich dazu sage. Dagegen kann man sich kaum verteidigen. Das ist einfach so. Es ist scheiße. Es ist einfach so. Ich hätte. Ich weiß nicht, habe ich es gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich muss echt mal meine Skelettfallen auf Luftabwehr setzen, weil. Guck mal, der hat einfach ein Viertel von unserer Base zerhackstückelt. Ganz einfach. Und das ist eindeutig zu viel. Und finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Müssen wir gleich was ändern. Und ich würde auch ganz gerne mal von euch wissen, wie ihr so Videos wie das hier zum Beispiel findet. Wo ich eigentlich, wo so ein bisschen mehr Let's Play-like ist, weißt du? Wo ich einfach die ganze Zeit hier sitze, die ganze Zeit erzähle und einfach die ganze Zeit es laufen lasse. Ja, der hat einfach mal direkt eine meiner Luftabwehren zerstört, damit ihn auch ja nicht stört. Und dann hat er seinen ganzen Drachen auch Level 3 gedroppt und seinen King, der direkt draufgegangen ist. Und ja, die Drachen arbeiten sich einfach durch, unaufhaltsam. Hier muss ich unbedingt auch meine, ja, meine Fallen auf Flugabwehr setzen, was ich jetzt direkt machen werde. Und der Angriff ist genauso wie jeder andere Drachenangriff auch. Langweilig. Ich mag Drachenangriffe nicht, tut mir leid. Ich weiß nicht, ich finde, es ist irgendwie doof. Ich mag das nicht. Aber egal. Wer will, kann es machen. Ist mir egal. Mach halt. Aber egal. Ich habe es zu oft egal gesagt. Das ist Kacke. Egal. Was? Okay. Mal gucken. Wo sind unsere Skelettfallen? Da ist eine Luft. Zack, dann setzen wir die andere mal woanders hin. Passt nirgendwo anders hin. Das ist doof. Eines bei der Luftabwehr. Ich würde die gern zu der anderen Luftabwehr irgendwie setzen. Okay, jetzt können wir so machen, indem wir das hier alles nach vorne ziehen. So, wir machen eine fette Luftbombe. So, nee, jetzt lasse ich da oben stehen. Und setze das hier dann noch dahin. Zack. Und nerviger Husten. Hust, hust, hust. Wir bringen die Bomben ein bisschen tiefer rein. Das, glaube ich, ist besser. Mit anderen Bomben, da ist noch eine, da ist noch eine. Ich fehlt noch immer eine rote, da ist noch eine rote. Die ist so weit außen, das ist doof. Die setze ich, glaube ich, direkt in die Mitte. Und wir haben noch einen schwarzen Bohrer, den wir irgendwo hinsetzen müssen. Wo ist der andere schwarze Bohrer? Ist ja auch egal. Ich setze es einfach dahin. Punkt und fertig ist die Base. Und jo, ich glaube, ich habe nicht mehr ganz so viel zu sagen. Mal gucken, ob irgendjemand noch einen Angriff hat, den er unbedingt zeigen will. Kann ja gut sein. Und hat jemand noch einen Angriff für mich? Und für YouTube natürlich, für euch. So, mal gucken. Vielleicht hat ja noch jemand eine Kleinigkeit. Ich will ja jetzt nicht hier so einfach aufhören, ohne nochmal gefragt zu haben. Und wir können gerade nochmal eine Bombe hier unten upgraden. Das ist echt. Ich weiß, die Bomben sind hier unten sehr knapp verteilt. Und da können wir jetzt auch sagen, ja, das ist viel zu bombenlastig bei dir da unten. Ja, in der Tat, das sage ich auch immer. Aber hier hat es echt einen vernichtenden Effekt und es ist auch mitten in der Base. Also ich finde es schlimmer, wenn die Sachen draußen liegen. Die können jetzt hier so in der Ecke liegen oder der, das ist was anderes. Aber wenn ich es jetzt hier drüben überall verteilen würde, wäre das ein bisschen unpraktisch. Und hat noch jemand was? Fucking Handy, okay. Hat wahrscheinlich nichts mit uns zu tun. Killy, ich mach gleich. Wenn gut ist, dann schick ich. Mach mal. Und brauchen noch einen kleinen Trank. Und ich würde sagen, einfach weil wir es können, greifen wir jetzt noch mal an. So, mal gucken, vielleicht finden wir auch noch irgendwie so einen coolen, ultra geilen Loot-Angriff, wo wir Gegner so richtig plätten können und einfach all sein Loot klauen können. Wie man sieht, ich bin eine sehr niedrige Liga gerade, weil ich in der Zeit nicht mehr viel hier am PC Clash of Clans spiele, weil ich irgendwie nicht dazu komme. Und dann werde ich voll oft angegriffen und ja, dann habe ich halt als kein Loot.
Ja, okay, den würde ich jetzt angreifen, wenn ich eine stärkere Taktik dabei hätte. Also eine stärkere Truppen dabei hätte. Das habe ich nicht. Also muss ich weitersuchen. Der lohnt sich nicht. Ich brauche jemanden, der viel Loot hat. Und den Loot draußen hat, wenn möglich. Der hat nicht viel Loot. Aber den können wir gerade hier. Den King töten und sein Rathaus auch. So, alles zerhackstückeln. Los, zerhackstückeln. Hackstückeln, habe ich gesagt. Schneller, mehr. Wir lassen nochmal ein paar hier überall runter. Damit die hier ein bisschen Loot klauen noch. Hat zwar kaum was, der Typ, aber besser als. Oder die Frau, man weiß es ja nicht, ne? Hat nicht so viel, aber das bisschen, was hat, will ich haben. So. Lassen wir unsere Truppen mal kurz ein bisschen arbeiten und dann können wir auch gleich nochmal angreifen. So schaut's aus. Okay, mehr Loot kriegen wir nicht. Also, weg geht das. War jetzt kaum Loot, war noch kaum Trophäen, aber hey, besser als nichts. Es hat uns noch niemand was gespendet, was an Videomaterial. An Videomaterial meine ich. Und ich sollte, glaube ich, gleich mal aufhören. Ich bin schon wieder ein bisschen nicht bei der Sache. Ein bisschen nicht bei der Sache, so schaut's aus. Und ja, meine Kommentatorfähigkeiten sinken gerade wieder. Und hast du was für uns? Wieder willst du nicht. Okay. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Wir greifen einfach nochmal einmal an und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Oh. Finde ich echt gut hier. Sowas mag ich doch, ne? Sehr freundlich, der Herr bietet uns hier seine. So viel zum Thema bietet sich uns. Ja. Der will gar nichts weggeben, der Typ. Der ist richtig greedy. So richtig greedy, Alter. Guck dir das mal an, ey. Weißt du, da komme ich hier hoch. Und dann guck dir die Scheiße mal an, ne? Los, King. Mach was. Zerstöre. So, der King rennt jetzt da rein und zerstört. Tut nämlich genau das, was ich ihm gesagt habe. Der ist wie mein braves Wachhündchen. Los, komm, bitte holt ein bisschen von dem schwarzen Elixier. Nur ein ganz kleines bisschen. Oder den Multi-Inferno-Tower. Ach du Scheiße. Die Base von dem ist so heavy. Aber seine Mauern sind nicht so gut upgradet. Und seine Magiertürme sind auf demselben Level wie meine. Und seine Kanonen Level höher. Und seine Bogenschützentürme sind selbe Level wie meine. Tja. Aber egal. Ich habe ein bisschen Loot bekommen. Busy ist schon mal besser als nix. Das weiß jeder. Und hier. Für Killy. Dankeschön. So, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Mal gucken, was für ein Angriff das jetzt ist. Oh, das ist ein cooler Angriff. Der wird bestimmt cool. Ich meine, der hat voll Loot und ersetzt den ersten Golem. Und hier drüben beginnt es also. Dann lässt er seine Mauerbrecher runter. Die brechen natürlich rein, weil es Mauerbrecher sind und die brechen gerne durch Wände durch. Und dann lässt er ein paar Riesen hinterher, die einen scheinbar die Geschütze noch ein bisschen ablenken sollen und natürlich auch ein bisschen mehr Schaden machen als der Golem, weil der Golem an sich macht kaum Schaden. Oh, jetzt raged er ja auch noch. Hey, ist ein guter Punkt eigentlich, um seinen Truppen zu ragen. Ich kann nicht gut mit Rage-Zaubern umgehen. Ich setze die irgendwie immer blöd. Dann setzt er seine Magier, die werden jetzt auch geraged und ein Healer hinterher. Das ist cool. Ich nehme nie nur einen Healer mit, weil ein Healer stirbt einfach zu schnell. Ich nehme immer zwei mit. Und setzt die dann an unterschiedlichen Stellen, weil meine Truppen sich normalerweise auch aufspalten. Eins muss man dir lassen, Xatom. Ich weiß nicht, ob es nur Glück ist, aber das sieht so aus, als hättest du deine Truppen echt gut in Kontrolle und würdest echt genau wissen, was die wann tun. Weil der Angriff hier ist echt gut gelungen, muss man sagen. Ich meine, seine Riesen bleiben immer schön zusammen. Der Heiler bleibt die ganze Zeit hinter denen. Die Magier rennen rum und zerstören alles, was die Riesen übersehen und. Oder was die Riesen einfach nicht angreifen wollen. Okay, hier sind ein paar Riesen ausgebüxt, aber der Rest bleibt ja zum Glück noch zusammen. Und die sind auch gleich durch die Mauer durch. Hinten kommt ein König. Und ist eigentlich schon so gut wie alles zerstört. Nur auch die zwei Bogenschützentürme, die sind eigentlich auch kein. Ja, sind eigentlich keine Bedrohung mehr. Und wir schauen den Riesen jetzt einfach dabei zu. Und den Magiern, wie die einfach den. Bogenschützenturm hier schrotten und da ist er schon tot und jetzt kommen noch die Magier und bam, alles im Arsch. Und ich glaube, das ist die letzte. Ne, es ist nicht das letzte Gebäude. Das letzte Gebäude. Das ist scheinbar das letzte Gebäude, oder? Ne, es gibt immer noch kleine Hütten in den Ecken. Okay, das war's dann aber auch. Okay, Leute, so.
Das war's für heute und jo, danke nochmal an alle, die mitgeholfen haben und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr lasst ein Abo da und haut rein.